dem Zuge 2014 an der Grandchamp-Konferenz in München mitgearbeitet und teilgenommen. Und dort hat das einfach für mich das Interesse an der Schrift jenseits der des Anwenders geweckt und vor allen Dingen auch an nicht-lateinischen Schriften. Und so kam es dann, dass ich 2015-16 in Wedding den Masterstudiengang Schriftgestaltung belegt habe, der dort eben auch einen ganz starken Fokus auf nicht-lateinische Schriften legt. Und dort durfte ich mit 13 ganz wunderbaren Menschen aus 12 verschiedenen Ländern ein Jahr lang studieren. Und diese ganze Erfahrung in dieser Gruppe hat die Schrift auch ganz stark beeinflusst. Riwaya ist meine erste Schrift, die ich eben im Rahmen dieses Studiums erstellt habe. Das waren 12 Monate, die ich dort verbracht habe, und es war eine sehr intensive Zeit. Und da kann man jetzt auch nicht auf alles eingehen in diesem Rahmen. Und anstatt jetzt besonders über Features oder dergleichen zu sprechen, möchte ich vor allen Dingen meinen Prozess beschreiben. Bitte verzeiht mir die ein oder anderen Anglizismen. Ich habe mich jetzt über ein Jahr lang nur auf Englisch mit diesem Fach beschäftigt. Und das wird sich nicht ganz verhindern lassen. Ich habe mich ganz klar mit Buchschriften beschäftigen wollen, und zwar mit diesem Konzept, dass man eine Seite hat und darauf ist nur die Schrift in Schwarz-Weiß. Also wirklich back to basics, das was eine klassische Buchschrift ausmacht. Und in dem Kontext wollte ich mich mit Texturen auf einer Seite beschäftigen. Und da schaut man dann über so Fragen wie neutral muss eine Schrift eigentlich sein? Da gibt es ja die Idee des neutralen Containers für den Inhalt, der eigentlich für sich selbst sprechen soll. Und dann ganz, ganz viele Meinungen darüber, was eine neutrale Schrift denn wäre. Und es gibt auch die Fragen wie, was hält und wie viele verschiedene Stimmen kann man eigentlich durch Typografie und Schrift auch darstellen. Es gibt sehr, sehr viele gute Buchschriften, aber es gibt nicht viele, die auf das Thema eingehen, wie man Stimmen und die Stimmlagen und Ausdrücke zu kombinieren kann innerhalb einer Schriftfamilie. Und das vor allen Dingen auch für Fließtext zu tun. In dem Rahmen für diesem Studium hat man natürlich auch die Chance, ein bisschen experimenteller an solche Grundsatzfragen heranzugehen, und das wollte ich auch nutzen. Und so habe ich mich mit diesem Aufbau sozusagen beschäftigt, diese klassische Verwandtschaft, die man bei traditionellen Schriftfamilien für Bücher kennt. Man hat einen Regular Style oder einen Roman Style und dazu einen Secondary Style, also Italic, den man nutzt, um was hervorzuheben, um was abzusetzen. Im Gebrauch ist er oft dunkler, sticht auf der Seite heraus, ist enger oder kondensiert gesetzt. Und vor allen Dingen ist dieser zweite Stil immer der zweite, es ist immer untergeordnet. Und das oft auch gestalterisch, ganz besonders, wenn es dann Oblique Romans betrifft. Also gekippte Roman-Schriften anstatt echten Italics. Für mich war es ein Ziel, mich mit den Unterscheidungsmöglichkeiten innerhalb einer Schriftfamilie zu beschäftigen und zu sehen, wie man das auch anbieten kann, ohne eine Gewichtung oder eine Hierarchie herzustellen. Ich wollte verwandte Stile gestalten, aber keine hierarchische Einteilung vorgeben. Und so kam es dann zu dieser Verwandtschaft in der Familie, dass man diesen klassischen Aufbau eben hinterfragt und drei Schriftschnitte anbietet mit unterschiedlichen Texturen, die einen unterschiedlichen Ausdruck oder unterschiedliche Stimmen anbieten, aber die trotzdem Teil einer Familie sind und jeder Stil sich auch als Fließtextschrift lesefreundlich für mehrere Absätze einsetzen lässt und die gemeinsam eben jeweils den gleichen Grauwert anbieten, sodass man sie gleichberechtigt kombinieren kann. Deshalb war es von Anfang an klar, dass die Styles für mich parallel entwickelt werden mussten, obwohl das mein erstes Schriftprojekt war. Und ich habe auch schnell an diesen unterschiedlichen Schnitten gearbeitet. Eben auch, um immer die Gewichtungen aufeinander abstimmen zu können und trotzdem in den einzelnen Formen eine hohe Unterscheidbarkeit durch die Struktur herstellen zu können. Man sieht hier an der Notiz, die hier auch steht, dass die Italics zu schwer sind. Das kam eben davon, dass ich jeglichen Entwurf immer in kleinen Größen im Fließtext auch getestet habe und dort eben eingebettet dann den anderen Style, um zu sehen, inwieweit der hervorspringt oder auch nicht. Also man sieht das hier, es gab erst zwei Buchstaben, aber das war von Anfang an schon Teil des Prozederes.
Und so ging das dann auch weiter. Ich war dann schnell bei dem dritten Stil. Wie man hier sieht, Adhesion ist ein Wort, das sich gerade aus dem Kurs in Reading rausgebildet hat als Testwort. Und das sind die ersten Buchstaben, die in den meisten Sprachen am meisten verwendet werden und die am ausschlaggebendsten sind für eine Struktur in der Schrift, an denen man gearbeitet hat. Und dann eben auch wieder bei diesem Experimentieren, gerade mit dem dritten Stil, war immer die Frage, wie sieht es auf Paragraph, auf Absatzlevel aus, wenn man das einbettet ineinander, wie ist die Verwandtschaft der drei Stile zueinander. Das Ergebnis im Detail waren dann drei Schriftschnitte, oder sind drei Schriftschnitte. Zum ersten der Regular-Schriftschnitt, der sich an traditionelleren Buchschriften mit typografischen Old-Style-Formen orientiert. Ein Italic-Schnitt, der auch für uns noch relativ klar sich als Italic einordnen lässt. Er hat ein einstöckiges A, er hat einen Winkel von 9 Grad, was auch ziemlich typisch ist. Stilistisch gesehen hat er relativ harte Formen und basiert eher auf einer kalligraphischen Tradition der Breitfeder. Der Informal Style dann als dritter, dabei hat eine leichtere Tendenz zu Skriptschriften. Nicht in der Art und Weise, dass es sich verbindet, sondern dass sich gewisse Schlaufen in den Buchstaben bilden, wie man hier beim G und beim K sehen kann. Es hat einen ganz leichten Winkel, aber eher den, den man bei einer Handschrift hätte, als eine klare kursive oder italic Schrägstellung. Die Formen basieren dabei auf meiner eigenen Handschrift und nicht auf irgendeinem kalligraphischen traditionellen Stil. Sie sind insgesamt weicher und legerer und sie sind zwar an sich moduliert in ihren Formen, basieren aber eher auf dem Duktus von Schreibwerkzeugen wie einem Filzstift oder einem Bleistift im Vergleich zu kalligraphischen Traditionen. Dazu die besonders hervorzuheben ist ein Beispiel wie das kleine G. Da sieht man, dass die wirklich sich im Detail dann maximalen Unterschied in Aufbau und Skelett zeigen und in den einzelnen Formen. Dieser ganz starke Unterschied innerhalb einer Schriftfamilie in diesem Detail ist wichtig, um dann auf dieser Ebene von den Absätzen den gewünschten Effekt zu erzielen, dass sich die Stile im Ausdruck und der Stimmung und eben der Textur unterscheiden. Und wenn man dann aber nochmal einen Schritt zurücknimmt, auf der Ebene der ganzen Seite, ergeben das Abstimmen der Gewichtungen von den Stilen zueinander einen harmonischen Grauwert auf der ganzen Seite. Das war jetzt im ziemlich schnellen Durchlauf die Gedanken, die ich zu der lateinischen Schrift mir gemacht hatte, also sozusagen zu Disconnect, um beim Jahresthema zu bleiben. Ich möchte jetzt auch noch auf Connect eingehen. In Reading beschäftigt man sich immer mit einem Schriftsystem, das man nicht lesen kann. Und ich hatte mir als Non-Latin-Komponente die arabische Schrift ausgesucht, da sie gerade zum Thema Texturen und Styles einen unglaublichen Reichtum bietet. So sehr man vielleicht meint, unterscheidet sich das arabische Schriftsystem nicht von unserem. Vor allen Dingen, wenn man es mit den brahmischen Schriften aus den indischen Regionen oder den Schriften aus Süd- und Fernost vergleicht, denn nach breiter Definition sind das Lateinische und das Arabische beides Alphabete, denn sie bilden Phoneme, also Töne, als Zeichen ab. Das Arabische hat 28 Buchstaben, also ist überschaubar, plus das Tamabuta, das ist ein sehr häufiges Zeichen, das aber aus sprachlichen und grammatikalischen Gründen nicht als Buchstabe gezählt wird. Und sehr, sehr viele Buchstaben sind mit unseren verwandt, da beide Systeme von den semantischen Sprachen abstammen. Wo sie sich ganz entscheidend unterscheiden, ist im Wesentlichen die Schreibrichtung, die im Arabischen von rechts nach links ist, und darin, dass die meisten Buchstaben verbunden geschrieben werden. Dazu gibt es auch Ausnahmen, aber das Schriftbild ist natürlich davon geprägt. Und auch davon, dass sich die Buchstaben je nach Position im Wort ändern, in ihrer Form. Das Arabische hat eine Fülle an kalligraphischen Traditionen und Stil im Angebot. Nur auf ganz, ganz wenige, auf 4 Fließtext-Schreibstile möchte ich ganz kurz eingehen. Das ist zum einen Kufi, das ist ein historischer Stil, der als Fließtextschrift in den Manuskripten vom 7. bis 10. Jahrhundert ungefähr verwendet wurde und danach vor allen Dingen für Inschriften. Dann gibt es Mastalik. Das ist eine Fließtextschrift, die sozusagen
wolkig steht. Was ich damit meine, ist, sie hat keine klare Baseline innerhalb der Wörter. Sie hält sich, wenn die Buchstaben verbunden sind, nicht an die einzelnen, nicht an die Grundlinie, sondern sie stuft sozusagen nach unten ab. Sie ist kulturell ganz klar im persischen Raum verankert und im Sprachraum von Urdu, was Iran, Indien, Pakistan sozusagen bedeutet. Und dann gibt es noch Nask, was die arabische Fließtextschrift ist, die von den meisten den meisten Menschen, die das arabische Schriftsystem verwenden, gut lesbar ist. Das hat auch damit zu tun, dass sie eine der typografisch am einfachsten umsetzbar war mit dem lateinischen System und deswegen vor allen Dingen im Internet am meisten vertreten ist. Also Twitter, Facebook verwenden immer Nask-Schriften. Menschen, die Nastaliq normalerweise lesen, können Nask auch lesen, aber möchten das normalerweise nicht. Und hat sich jetzt die Reihenfolge etwas verschoben. Rukka. Rukka ist ein kalligraphischer und handschriftlicher Stil, der meistens für Beschriftungen verwendet wird und der ziemlich verbreitet ist, der sich aber auch nicht an die Grundlinie hält. Warum diese verschiedenen Stile für uns wichtig sind, ist vor allen Dingen deswegen, warum ich sie zeige, ist, weil unsere Assoziationen uns da total täuschen können. Kufi zum Beispiel könnte für uns relativ modern sein, aussehen. Es ist geometrisch konstruiert, wie es jetzt aktuell auch bei sehr vielen modernen Schriften gemacht oder zeitgemäßen Schriften gemacht wird, wird aber für den einheimischen Leser als sehr, sehr altertümlich rüberkommen. Und das muss man wissen, weil das für uns einfach nicht unseren gelernten Merkmalen entspricht. Und eben auch die Tatsache, dass es ein kulturell sehr sensibles Thema ist. Der Leser ist da sehr, sehr flexibel. Die meisten Arabischleser sind auch sehr, sehr viel gewöhnt, weil ihnen sehr, sehr viel zugemutet wird. Aber es ist ein sehr sensibles Thema, wenn man für ein bestimmtes Zielpublikum arbeitet, kann man da ziemlich viele kulturelle Fehler machen. Und diese Assoziationen muss man einfach kennen, damit man nicht von den eigenen Vorlieben und gelernten Assoziationen deren Reaktionen ableiten. Deswegen habe ich mich auch entschieden, eine Nachschrift zu machen, die ist klassisch für eben die arabische Sprache zumeist verwendet wird. Und dann muss man das üben. Das ist wie in der Grundschule. Man sitzt da vor seinem Heft und übt diese Formen. Und es ist am Anfang relativ schwierig zu glauben als Gestalter und jemand, der natürlich schon viel sich mit Buchstaben beschäftigt hat, wie schwierig das ist, diese Proportionen flüssig trotzdem hinzukriegen, wenn man keinerlei Übung hat. Und dann übt man das mit den verschiedensten Schreibwerkzeugen, Bleistiften, Filzstiften, Schreibrohren, alles, was so klassisch dafür verwendet wird oder eben auch heutzutage dafür verwendet wird. Im Designprozess war es dann genauso, dass ich von Anfang an so wenig Zeichen, das noch waren, um die Verwandtschaft zum Lateinischen beurteilen zu können und die Texturen zusammengetestet habe. Es sollten ja alle Schriftsysteme und alle Styles gemeinsam verwendet werden können. Ich war da vorsichtiger und musste da erst meine eigenen Erfahrungen und Kenntnisse gewinnen, um meinem Bauchgefühl auch so trauen zu können, wie man das als lateinischer Leser fürs Lateinische einfach kann. Das sieht man auch zum Beispiel an den Größenverhältnissen. Das ist relativ trügerisch für lateinische Leser, denn damit das Arabische und Lateinische gleich groß wirken, wirkte mir das Arabische immer zu klein, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich diese Formen nicht kannte und das einfach noch nicht so gewohnt war, das zu sehen in jeglicher Größe. Und deswegen musste ich da ziemlich viel hin und her probieren und mich einfach abstimmen mit Leuten, die das schon lesen können. Aber in der Tatsache, dass ich die Schrift an sich nicht lesen kann, liegt auch eine große Chance, denn man kann die Formen wirklich betrachten, ohne automatisch zu lesen. Das ist im Lateinischen nicht möglich, weil wir da einfach konditioniert sind, wir können nicht lesen. Zum Thema Texturen, zu dem Arabischen, Ligaturen und Spationierung sehr, sehr wichtig. Und ich würde natürlich auch sagen, dass die im Lateinischen sehr, sehr wichtig sind, aber hier sind sie in keinster Form eine Spielerei, sie sind auch nicht nice to have, sondern sie sind einfach essentiell. Im Arabischen geht es nicht darum, dass man die Platzierung zweier Buchstaben zueinander technisch optimiert, vielmehr bilden sie traditionell, wenn sie in Kombinationen stehen, einfach ganz andere Formen. Und Kerning macht im Arabischen, wo Buchstaben oft recht nach rechts oben oder links unten ausschweifen, bei diesen sich nicht verbindenden Buchstaben den Unterschied zwischen dem vermeintlichen Leerzeichen oder eben keinem. Also wenn man hier die Headline sieht, die letzten zwei Buchstaben, also links,
Da ist kein Leerzeichen, aber da ist sehr, sehr viel Weißraum dazwischen. Man würde das so nie schreiben in der Handschrift. Und das ist eben ein Problem. Deswegen muss man sich da auch von Anfang an schon mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist nicht was, was man nachher noch optimieren kann. Man sieht das relativ schön. Hier sind jetzt wieder Ligaturen nach Kerning eingestellt. Und jetzt schon. Dass man damit nicht nur ungemein Platz spart, wenn man das jetzt auf die Länge eines Buches denkt, sondern die ganze Textur, das ganze Schriftbild wird harmonischer, schöner und eigentlich in der Darstellung erst so wirklich korrekt. Ich hatte sehr, sehr viel Feedback von Native Readers und wollte das auch. Und zwar nicht nur von einer Person und auch nicht nur für Personen aus dem gleichen Sprachraum, was die arabische Schrift betrifft, und auch nicht nur von Designern. Nur so kann man dann eine eigene Haltung entwickeln, wenn man diese ganzen verschiedenen Facetten und Benutzer der Schrift auch befragt. Vor allem bei der Frage, wie man mit den drei lateinischen Styles umgeht in der Übersetzung ins Arabische. Ich habe mich natürlich da mit dem Fach beschäftigt und es war relativ schnell klar, dass man hier keine Italic anbieten kann. Diese hierarchische Assoziation mit einem zweiten Stil und der Schrägstellung im Speziellen, die gibt es einfach gar nicht im Arabischen. Stilistisch gesehen ist das Arabische dem Italic sogar relativ, eigentlich sogar näher, da beide den kalligraphischen Traditionen näher sind und mit einem breiten Werkzeug geschrieben wurden. Dazu eine gefälschte Italic Arabisch zu machen, wäre irgendwie bizarr gewesen in dem Kontext einer Schrift. Anders allerdings war das mit dem Informal Style, denn der ist auch im Lateinischen eher ungewöhnlich und was Besonderes. Und es gibt auch im Arabischen heute natürlich ein Interesse von Typografen für flexiblere Schriftfamilien. Und gewisse Sachen von diesem Style lassen sich auch übertragen. Und zwar systematisch. Das heißt, sie basieren auf Handschriften. Das heißt, man studiert ganz, ganz viele Samples von Handschriften. Man studiert wieder die Schreibwerkzeuge. Und man braucht ganz, ganz viel Feedback eben zu dem Thema, ob die Wirkung und der Ausdruck für Native Readers eigentlich vergleichbar sind. Im Ergebnis muss man dann vor allen Dingen auch die Beziehung der Schriftsysteme zueinander betrachten. Und anders als es vielleicht bei einem Logotype oder einer Displayschrift wäre, musste bei der Leseschrift einfach die Anwendung über den stilistischen Merkmalen stehen. Das heißt, man musste für jedes einzelne Schriftsystem zuerst die Anforderungen für sich lösen und die waren eben das Anwendungsmedium und die Wirkung. Man kann dann die Merkmale nicht einfach übertragen, zum Beispiel den Stress Angle, also die Verteilung des Gewichts. Das hat man im Lateinischen einfach in den Vertikalen und im Arabischen in den Horizontalen. Das heißt, man kann sozusagen übertragen, dass man bei beiden die Standardverteilung hat, aber man kann deswegen nicht eine vertikale Gewichtsverteilung auf das Arabische übertragen. Genau wie man die dicken und dünnen Strichstärken an den Stellen nicht einfach übernehmen kann. Beides würde der Lesbarkeit im Arabischen wirklich schaden und die Schriftsysteme würden einen ganz anderen Grauwert und eine ganz andere Harmonie haben. Man kann nur die Idee dahinter übertragen. Zum Beispiel hier die Endungen bei diesen lateinischen Buchstaben haben sozusagen noch, sehen sich in der Tradition der Kalligraphie und das kann man dann an diesen Endungen im Arabischen als arabischer Leser auch erkennen. Genauso wie man hier in den runden Formen solche Ecken erkennt, die sozusagen an die Kalligraphie erinnern mit einer Breitfeder und die wiederum sieht man dann auch an gewissen Stellen dem jeweiligen Werkzeug geschuldet im Arabischen. Und so ist es dann auch gewesen beim Informal Style, das heißt, ich hatte gewisse Stellen, wo sich die Striche gedoppelt haben, wie wenn man den Stift nicht absetzen würde. Und dieses Prinzip konnte man auch übersetzen bei gewissen arabischen Buchstaben. Und dann als weiteres Merkmal gibt es den Aufbau gewisser Buchstaben, die sich an handschriftlichen Skeletten orientieren, wie hier bei dem kleinen A. Und das lässt sich im Arabischen auch bei Ta und Tha dann erkennen. Das ist auch dort jeweils auf den handschriftlichen Aufbau der Buchstaben aufgebaut. Und man sieht es auch hier in diesen Details, das ist eine Tradition aus der Handschrift im Arabischen, die bedeutet, wenn man zwei Punkte drüber oder drunter hat, hat man so einen Strich gemacht, anstatt diese zwei Punkte abzubilden. Im Ergebnis kann man mit Rewire zwei Schriftsysteme mit je zwei oder drei Stilen harmonisch kombinieren. Also hier auf der Seite sieht man jetzt alle Stile kombiniert.
Ich persönlich habe das als unglaubliche Bereicherung empfunden, mich mit einem Schriftsystem zu befassen, das ich noch gar nicht kannte. Nicht nur aus Interesse dafür, sondern weil es auch den eigenen Umgang mit der eigenen Schrift verändert. Man muss sich ganz klar darüber sein, was die Anwendung und die Wirkung sind. Man muss das bewusst begreifen und kann sich da nicht immer im Detail verlieren. Seine Intention muss man selber verstehen, um sie überhaupt übertragen zu können auf ein anderes Schriftsystem. Schon allein deswegen war es für mich sehr, sehr hilfreich, mich mit der arabischen Schrift auch zu befassen. Zum Abschied möchte ich noch sagen, wenn es jemanden interessiert, Riwaya kann man bei 29 Letters testen oder natürlich auch kaufen und bei Fontstand mieten. Und wenn jemand später den Specimen sehen möchte, ich habe den dabei, oder noch irgendwelche Fragen hat, dann mich bitte im Anschluss gerne ansprechen. Vielen Dank.